die einfachste Zeit zum Craften, aber auch gleichzeitig die einfachste Zeit, um seine Coins zu vermehren. Ihr habt es ja die letzten Tage gewünscht. Das Trading-Video ziehen wir jetzt einfach mal vor und das Crafting-Video verschieben wir auf heute Abend oder morgen Mittag, je nachdem, was ihr da für ein Content bringt. Ich würde mich schon mal mega freuen, wenn ihr dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibt. Das zeigt mir nämlich, dass ihr auch im Juli noch eine Menge Coins brauchen könnt, weil so viele Coins braucht man eigentlich gar nicht mehr, denn das unendliche Crafting ist derzeit ja sowieso möglich. Nur durch die Picks und Tauschvorgänge ist es leider so, dass sehr wenig Footies-Karten kommen. Somit haben manche das Ziel, sich die Coins zu ercraften als RTGler, um halt dann das ein oder andere Shop-Pack zu öffnen. Und dafür soll euch das Video jetzt helfen. Wir schauen uns ein paar Karten an, die ihr jetzt unbedingt kaufen solltet. Mit denen könnt ihr dann eine Menge Coins machen. Und wir schauen uns auch nochmal ganz kurz an, was man machen kann, wenn man gar keine Coins hat. Servus, grüße und hallo zum weiteren Video. Wir haben so angefangen mit dem Trading Content und einmal in der Woche sollte es drin sein. Ich hoffe wirklich, es hilft euch. Wenn ihr jetzt ja, so einen semi-gefüllten Verein habt, oder machen wir es ganz anders, ihr habt einen komplett leeren Verein, spielen, Squad Battles, morgen früh Rewards, dann die ganzen Aufgaben abschließen, was geht, ein bisschen Futter generieren und dann erstmal die beiden Tradable Packs. 90 plus TOTS Upgrade und 81 plus Team of the Week Upgrade. Das holt ihr euch und dann verkauft ihr es. Dann habt ihr schon mal ein kleines, aber feines Budget, um euch eine kleine UV-Liste zu bauen. Ja, der geht dann auf den Transfermarkt, den verkauft man dann sofort und den Team of the Season Spieler genauso. Dann hast du schon dein Starting-Budget. Oder du wartest jetzt morgen auf Squad Battle Rewards und so weiter. Es ist vollkommen egal, wie du an die Coins kommst, über Spielen oder über irgendwelche Rewards, Rivals, Weekend League und so weiter. Hier eine 94er Totzkarte. Verkaufst dann die beiden Sachen und zack, kannst du mit der UV-Liste beginnen. Und wenn es erstmal nur ein oder zwei Karten sind, ist kein Problem. Ich zeige euch gleich ein paar sehr gute Optionen, wo man auch nur mit 2 bis 5 Karten auf der UV-Liste dann auch schon erste Erfolge erzielen kann. Ziel Schritt Nummer 1 ist natürlich, ja, ihr solltet jetzt einen Transfermarkt frei haben. So, hoffentlich haben alle. Wer jetzt das nochmal genauer erklärt haben möchte, ich hänge euch am Ende nochmal ein Video dran, was ich letzten Sonntag gemacht habe. Da habe ich das erklärt, warum das funktioniert, was wir hier jetzt machen. Also wer es nicht gesehen hat, unbedingt nochmal anschauen. Und dann denke ich mal, sollten da keine Fragen mehr offen sein. Ihr seht es jetzt hier selber überteuert verkaufen. Die Spezialkarten sind alle sehr, sehr günstig. Die sind neu zu Abschlusspreis. Daher sind die Karten, die ihr hier seht, jetzt auch nicht so interessant. Denn da gibt es bessere. Und zwar Karten aus dem Batch, der gestern gekommen sind. Batch 1, oh, übrigens noch kleiner ein Hinweis, XP Boost, wenn ich schon sehe, EA hat sich jetzt schon entschieden, euch die Road to Haaland ein bisschen zu erleichtern und ihr kriegt jetzt pro Squad Battle Spiel, was ihr zu Ende spielt, 25 XP, bei Rivals und Champions sind es anscheinend 50 XP, wird die Spielzeit verkürzt oder Gegner quittet raus etc., dann bekommt ihr nur anteilig die XP, was ihr an Spielzeit geleistet habt, also rein technisch wäre es jetzt schon möglich, die Road to Haaland zu beenden. Aber das wäre natürlich mit sehr, sehr viel Gameplay-Grind verbunden. Mal schauen, wer sich das durchzieht. Ja, viele sollen ja Ferien haben. Bin gespannt, aber auf jeden Fall für uns alle gute Nachricht. Wenn wir spielen, kriegen wir Erfahrungspunkte. Und jetzt zurück zum Trading. Batch 1. Ja, Link zu diesem Batch packe ich euch in den ersten Kommentar des Videos, wenn ihr es nochmal durchschauen möchtet. Ich würde allerdings an eurer Stelle erstmal auf Footbin gehen. Dann ist halt entscheidend, welche Karten sind hier interessant. Und dann geht man jetzt einfach mal auf Footbin. Weil was man als erstes immer machen kann, ist sowieso sich mal einen Überblick zu verschaffen, welche Karten gerade beliebt sind. Und da fällt dann sofort so ein Company oder so ein Lucio ins Auge. Ja, die wichtig ist, dass ihr nur Karten nehmt, die nicht 10 oder 11k kosten, weil die meisten so uninteressant sind, dass sie sofort abgestoßen werden und wirklich keine mehr eine Verwendung dafür hat. Aber so geht weiter die Devise, spielbare Karten bis zu einem bestimmten Betrag mit einem geilen Chemistry-Style. Nehmen wir jetzt einfach mal den Lucio, habe ich rausgesucht, ist jetzt in den Packs drin, ist auch für die Evolution sehr, sehr interessant. Somit gibt es Gründe, diesen Herrn auf die Transferliste zu nehmen, weil eben ein paar wollen in die Evolution packen, ein paar wollen einfach nur dann ja mal testen, ob wir sie vielleicht in die Evolution packen. Und für uns ist es wichtig, dass wir Karten ausfindig machen, die Argumente liefern, für unsere Käufer da einen kleinen Aufpreis zu bezahlen, damit wir halt dann unsere Coins damit machen. Deswegen würde ich es immer empfehlen, suchen wir jetzt mal einen Lucio Fantasy Hero, erst immer den Preis anschauen. Wie gesagt, das habe ich nochmal am Ende das Video, was ich gleich dranhänge, nochmal für euch dann
besser erklärt, wer es noch ein bisschen, wer noch nicht so sattelfest ist bei überteuert verkaufen. Ja, dann haben wir jetzt hier ein Lucio, sind wir bei 22k. Jetzt wäre natürlich ein Träumchen, wenn ihr es schafft, ein Lucio mit einem Anker oder mit einem Shadow zu kaufen. Ja, das ist meinetwegen auch mit einem anderen Chemistry Style. Das Beste wäre allerdings hier den Chemistry Style mit Shadow zu erwischen. Wird schwierig, müsst ihr ein bisschen snipen, aber wer sich da die Zeit nimmt und snipet ein bisschen mit den Karten und kriegt dann eine mit Shadow oder mit Anker, habt ihr schon mal pauschal 5k verdient. Warum? Wenn man jetzt hier mal hergeht, hier geht man auf Anker und dann schaut man mal, wo ist der günstigste Lucio. Menü ist gerade sehr langsam. Mit Anker, er steht bei 27.500 mit Anker der günstigste und mit Shadow steht der günstigste, ja, gibt es gar keinen. Also daher könnt ihr euch gerne einen Sniping-Filter anlegen, schaut hier, da kriegt ihr keinen bis 37k mit Shadow. Der günstigste Lucio mit Shadow ist eigentlich nicht existent. Ey, weißt du was, ich teste jetzt mal was. Das würde ich nicht machen, würde ich nur als OG machen, wenn ich da wirklich etwas im Verein habe. Ich gehe mal davon aus, dass ich einen Shadow im Verein habe. Also kaufe ich mir den jetzt mal schnell für 20k. 2k unter Marktwert. Dann... Dann gehen wir hier aufs Team. Packen wir mal einen Lucio rein hier. Und geben ihn einfach mal einen Shadow. Dann müsste ich ihn normalerweise plus 10k verkaufen können. Und der Shadow kostet ja 5k, ne? Schauen wir jetzt gleich, ob das funktioniert. Das könnt ihr dann auch machen. Dann braucht ihr euch nicht eine komplett stundenlang mit dem Snipen aufhalten. Entweder mit Shadow geben oder mit Anchor. Moment, jetzt habe ich natürlich keinen Shadow, ne? Das ist natürlich jetzt scheiße. Ja, okay, schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich einen Android Shadow im Verein habe. Solltet ihr das haben, probiert es mal. Holt euch mal einen Lucio, packt ihm den Shadow drauf, macht plus 10k und schaut mal, was passiert. Oder macht es lieber plus 8k, wobei 10k schon das höhere Aufschlag ist. Ihr könnt es auch dann hier mit so einem kleineren Chemistry Style jetzt, der zwar jetzt nicht optimal ist, aber dadurch, dass ich 2k unter Marktwert gesniped habe, würde ich jetzt für 27.500 anbieten. Aber versucht wirklich entweder Anchor oder Shadow zu snipen. Oder wenn ihr es selber geben möchtet, kann funktionieren, wird wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich funktionieren. Aber ja, wäre jetzt nicht die Optimallösung, denn so geht man schon in gewisser Weise Risiko ein, weil du ja 5k dann noch zusätzlich in die Karte investierst. Und die könnte heute Abend auch noch ein bisschen günstiger werden, weil um 19 Uhr kommen immer die krassen Packs. Somit würde ich da ein Stück weit vorsichtig sein, aber die OGs, die können das schon so machen, dass sie den Chemistry Style selber geben. Mein Son zum Beispiel auch heute Abend vielleicht eher eine Kandidat für die Liste. Oder die Abile mit 94 Foot Burst. Und da seht ihr mal, was das ausmacht, wenn eine Karte ziehbar ist. Nämlich die andere Version von ihr ist nicht ziehbar, steht bei 100k und sie steht bei 22k. Also auch drauf, könnt ihr dann plus 5k oder zahlen für 32 Militao mit einem Anker. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der so günstig ist. Oder? Das gibt's ja nicht. Also, Moment. Militao Spezial. Moment. Okay, nee. Also definitiv tatsächlich so günstig. Wäre auch jetzt wichtig. Das ist, glaube ich, die Kunst ist, tatsächlich die Karten zu bekommen mit einem Chemistry Style. Da sieht man hier, dass alle ohne Chemistry Style sind. Also der, wer sich da die Zeit nimmt und snipet die Karten mit Chemistry Style, der wird da definitiv ganz, ganz schnell ganz viele Coins machen. Auch wenn ihr euch die Karten jetzt nur mit Basic kauft, so ein bisschen unter Marktwert, dann gibt es dann irgendeinen günstigen Chemistry Style drauf, würde ich mit 3 bis 5k Aufschlägen arbeiten. Sollte auch gut funktionieren. Aber hier, die Schwierigkeit ist tatsächlich, die Karten mit Chemistry Styles zu erwischen. Auch wie bei Lucio. Wenn ich da mal nachschaue, oh, es ist hier gerade so heiß, dann kostet der Militao mit Shadow einfach 25k. Also wenn ihr den snipes bis 15k, könnt ihr einfach mal 10k schon verlangen. Das ist halt schon krass. Wie schaut es da bei der Abili aus? Also das ist absolut nice, gerade für diejenigen, die noch ein bisschen Zeit ins Snipen investieren möchten. Macht es aber bitte mit dem Controller oder mit der Maus und verzichtet auf die ganzen Tools. Das könnte nämlich dazu führen, dass euer Account auch für nächstes Jahr gebannt wird. Ich sag's nur nochmal. Weil irgendwie das gerade irgendwie Hype ist, dass man den Leuten einredet, ah, da passiert ja nichts. Also, ja, muss ja jeder selber wissen, wenn er die Tools hernimmt, aber bitte beschwert euch da nicht, wenn euer Account weg ist, okay?
oder die Online-Zugänge auch für den nächsten Teil. Also egal, was dir da andere erzählen, es ist immer deine Reise und mir macht es mehr Spaß, dass ich sie so lange bestimmen kann, wie ich will, ohne dass ich von ihr dann aus dem Spiel ausgeschlossen werde. Also bitte da vorsichtig mit den Tools, aber dennoch, wenn man hier ein bisschen drauf bleibt auf der Karte, und ihr seht es auch bei Abili, ist das gleiche zu sehen, mit Shadow oder mit Anchor ist die Karte einfach gleich mal viel mehr wert. Also vielleicht könnt ihr es auch versuchen, die Karten zu erbieten. Also hier 28k, hättet ihr schon mal plus 5k, wenn ihr es irgendwie zum Marktwert bekommt. Auch gibt es dann noch weitere Karten, die man sich definitiv mit draufpacken kann. Wie zum Beispiel auch die aktuellen Footies-Karten wie Diego Carlos oder einen Van Nistelrooy, aber bei den beiden würde ich auf heute Abend warten, genau wie Mascherano. Wenn das krasse Pack wiederkommt, also es kommt meistens Samstag so ein krasses Shop-Pack, dann kann es halt sein, dass die noch ein Stück weit günstig werden. Also wartet mit den aktuellen Karten noch, nehmt lieber noch Karten von vorherigen Team, ja, wie einen Marquez, wie einen Solskjaer, wie einen Sancho meinetwegen, wenn man mehr Budget hat, wie einen Baresi, packt euch die drauf oder geht es halt einfach her. Bei Manu, er hat wieder ein Listen-Update für Foot Dispatch 2 gemacht, 55 Karten, 5 bis 10k Aufschlag, that's it. Und dann nehmt ihr einfach da das mit, was ihr denkt, dass für euch gut läuft. Hauptsache spielbar, Hauptsache mit Chemistry Style. Packe euch auch diesen Link dazu in den ersten Kommentar des Videos rein. Lasst ihm gern Liebe da, er wird nicht müde, Inspirationen zu liefern. Und hier habt ihr auch gute Kandidaten noch, die man noch zusätzlich mit draufnehmen kann. Ich würde aktuell mit 10 bis 20 Karten arbeiten, sage ich euch, wie es ist. Das reicht vollkommen, wenn ihr da regelmäßig nachkaufen könnt. Zumindest einmal am Tag würde ich dann die verkauften Karten nachkaufen und immer das nehmen, was irgendwie gerade ein bisschen so Interesse der Community auslöst. Entweder ist eine Karte, die aus SBC gekommen ist, die dann zu dem Ganzen linkt, oder es ist halt einfach, also quasi wenn eine coole Spieler-SBC kommt und die bringt dann zu der Position, oder es ist eine Karte, die vielleicht in Evolution für den einen oder anderen interessant ist, sowas immer mit auf die Liste. Und dann könnt ihr gar nicht also ihr könnt eigentlich gar nicht so viel falsch machen, dass ihr aktuell keine Coins macht. Das ist super einfach und ich bin gespannt, was ihr dann heute Abend bringt an den Upgrade Packs. Dann kommt entweder heute Abend das Upgrade Crafting Video gleich für den Unendlich Packs wie letzte Woche oder es kommt dann morgen Mittag. Mal schauen, wie ich es zeitlich hinbekomme. Ich hoffe, den einen oder anderen hat das Video geholfen, dass ihr ein paar Coins machen könnt, wenn ihr das möchtet. Ich bedanke mich fürs Anschauen bisher. Gerne Hashtag 14. Habt einen schönen Nachmittag. Habt auch ganz viel Backlog und wir sehen uns dann morgen wieder. Peace out.